So, da wäre er wieder. Also, viel zu tun. Ich guck mal ganz kurz ins Questbuch rein, ob wir noch... Ah, da haben wir eine Quest, die wir noch claimen können. Die da wäre... It's Automatic. Ja, wir haben irgendwann in ferner Vergangenheit mal ein Autonomous Activator gebaut. Den geben wir jetzt mal ab. Also, wir geben ihn nicht ab, wir mussten ihn nur herstellen. Du. Claim Reward. So, powering up. Ein Steam Dynamo. Bäh. Brauchen wir nicht wirklich. Oder braucht bestimmt nicht viel. Aber was machen wir direkt im ME-System? Das ist nämlich schneller. Steam. Schleichwerbung. Steam Dynamo. Braucht Kupfergear, 2 Stück. Redstone Transmission Coils und blubdiwub. Wir haben noch nichts im System. Okay. Gucke ich mir später an. Das braucht noch ein bisschen. Das hier braucht Angeln und Hühnereier. Dafür brauchen wir genug Pfeile. Pfeile müssten wir im E-System haben. Das können wir also auch machen. Schön, schön. Also wir brauchen erstmal primär mehr Sachen im E-System. Deswegen zerlegen wir unsere Wand. Also zerlegen im Sinne von, wir holen erstmal alles raus. Und... Déjà vu. Ich hatte diese Rüstung schon mal. Bis sie irgendwo runtergefallen ist. Jetzt kommt die Toolkiste. Wobei die schon fast besser sein könnte als meine Eisenrüstung, weil es halt Protection 5 drauf hat. Guck mal kurz. Also sind bei 2,5 fehlen noch. Nee, bei weitem nicht. Aber das Protection zählt, glaube ich, gar nicht mit hier rein. Das wird irgendwie nachträglich gemacht. Aber nee, ich will mit keiner pinken Lederrüstung rumlaufen. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, es kommt alles auch ins ME-System. Ich hatte ja gesagt, es wird einfach alles reingetan. Es wäre auch recht praktisch, oben noch Terminals aufzustellen. Also mein ungefährer Plan für diese Folge sieht derart aus. Ich sammle jetzt ganz viele Sachen und haue sie ins E-System. Ich überprüfe immer wieder zwischendurch, ob das im E-System überhaupt noch genug aushält, platztechnisch. Wenn ja, kommt mehr rein. Immer mehr. Und dann würde ich gern ein paar Sachen herstellen, um das weitere Befüllen des E-Systems, weil wir haben da ja echt ziemlich viel Zeug, zu vereinfachen. Und zwar, indem wir auf fast jeder Plattform ein Access-Terminal hinstellen. Ich denke, jetzt werden wir es noch nicht herstellen können, weil irgendwas fehlt. Da. Genau, die Dinger werden wieder fehlen. Und ich sollte vielleicht kein Access-Terminal... Eigentlich sollte das Ding vollkommen weg. Weg mit dir, weg mit dir. Oh, oh. Das ist ja ein Loch. Crafting-Terminal. Ich setze jetzt das Crafting-Terminal nach oben. Und das Access-Terminal nach unten. Weil ich benutze primär das Crafting-Terminal. Und das ist mittig. Und ich klicke immer die Sachen an, die mittig sind. So, wir hätten gerne Crafting Terminal. Oh. Oh. Ich habe mich gerade gefreut, dass wir nicht diese komischen Dinger brauchen. Die da. Aber die brauchen wir doch, weil wir das Ding dazu brauchen. Oh, was fehlt dafür? Ein ME-Kabel. Bitteschön. ME-Access Terminal. Hauen wir rein. Die Kabel haben wir auch rein. Es fehlt eine Storage Cell. Dafür fehlen goldene Chips. Dafür fehlt ein Quarz Cutting Knife. Haben wir es im System? Ja, haben wir. Dann bräuchte ich noch Silicon. Da. Dann bräuchte ich Redstone. Nicht mehr so viel. Und Gold. Gold. Das ist falsch. Weg mit dir. Du oben drauf, du dahin. So, 17 Goldchips. 20 Goldchips. Die werden oben erstmal geschmolzen. Dann können wir gucken, was der Gero in der Vergangenheit noch so alles in die Öfen geschmissen hat. Gar nichts. Das ist Zeitverschwendung, Gero in der Vergangenheit. Da hättest du Glas machen können oder Charcoal oder irgendwas anderes. Aber na gut. Kann sich auf niemanden mehr verlassen.
Alles raus hier, raus, 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 raus. Was wollen wir mit so viel verdammtem Flint? Ich glaube, das hat keinen wirklich ordentlichen Verwendungszweck später. Mal gucken. Irr. Die da können wir ein bisschen hoch kombinieren. Sie weniger Platz verbrauchen. So. Ja. Immer alle davon. Und dann links gedrückt halten war das. So. Mehr. Gut. Zwei Slots haben wir uns erkauft. Ja, passt doch super. Du runter. Euch zerlegen. Das da rein. Der erste Chip ist rot. Das ist okay. Rein, 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 rein. Erster Chip ist rot. Die anderen, oh, 60 von 63. Also man sieht's nicht unbedingt. Aber teilweise sind sie doch recht ausgelastet. Ich guck mal von hinten. Ja, das System ist zu 60% gefüllt. Also bald wieder Zeit, Chips zu bauen. Den sollten wir aber echt auf die höheren K-Zahlen umstellen und nicht bei 1K-Chips bleiben. Ja, die Dinger abzubauen dauert eine Weile, deswegen lasse ich sie einfach leer stehen. Ich hole nur alles raus. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwas brauchen, gucken wir nicht mehr hier in die Mauer. Das ist Zeitverschwendung. Die Mauer ist momentan nur noch dafür da, da zu sein. Interessant auszusehen. Was sagst du? Du sagst ganz viele komische Flüssigkeiten. Hol mal das Eisen raus. Blei. Oh, kein Platz. Ja, okay. Erstmal wieder einlagern. Und da wir jetzt die Goldchips haben, müssten wir eigentlich oben Zugriff haben. Also könnten wir jetzt ein Crafting Terminal herstellen und dann haben wir oben auch Zugriff direkt auf das System, was das Ganze schon mal vereinfacht. So, alles drin? Alles drin. Crafting. Crafting-T. Genau, Crafting-T. Was fehlt nun schon wieder? Achso, Storage Cell. Genau, darf man bitte zwei Stück reinschmeißen. Jetzt du. Ein Crafting Terminal. Sehr gut. Hoch. Wo führen hier Kabel lang? An der Smeltery direkt. Führen Kabel lang und dann Richtung Westen. Och. Also ich könnte hier irgendwo eins hinmachen. Oh, es gibt eine Mitte bei den Brücken. Wir können es einfach auf der Mitte der Brücke machen. Hier haben wir immer noch ein Loch im Boden. Das ist dezent gefährlich. Oder wir könnten es hier hin machen. Ja, ich glaube, hier klingt es ein bisschen besser. Also auf jeden Fall praktischer. Nicht unbedingt logisch, direkt neben einem heißen Lavatank ein Computerterminal hinzustellen. Ja, das ist falsch. Du solltest an die Seite. Gehst du wohl mal weg. Und bab. Sehr schön. Du. Oh oh. Das geht so nicht. Du weg. Du musst doch. Also ich hätte gerne hier den Slab drin. Also darf das hier. Hier in den ganzen Block nicht rein. Das heißt, es muss da dran irgendwie. Da ist okay. Gut. Dann hier zu. Jo. Okay, also wir haben jetzt auch oben neben das Smeltery direkt einen Anschluss. Das heißt, ich kann einfach hier die Sachen. Wow, ist das viel Zeug. Ich kann hier die ganzen Sachen rausnehmen. Auch wenn das jetzt absolut sinnlos ist, weil wir die Samen nicht so wirklich im E-System gerade brauchen. Aber der Vollständigkeit halber halt. Können wir die Sachen einfach von hier oben direkt da reinschmeißen. So. Und wir haben wieder ein Loch im Boden. Ich hätte gerne einen Slab. Dankeschön, System. Oh, ich hätte gerne noch einen Slab. Dankeschön, System. Komm. Das da zu. So, du bist fleißig am Arbeiten. Wirst du auch befüllt? Ordentlich. Ja, Sludge müssen wir auch noch abpumpen. Oh, es gibt so viel zu tun.
Genau, das Sludge soll hier abgepumpt werden, später von einem Fluid Importer. Weizen haben wir auch noch nicht automatisiert. Ah, für unser Toastbrot, also unser Privat-Toastbrot zum selber essen, reicht das. Nur für die Quest halt später brauchen wir echt eine automatisierte Version davon. Weil sonst 10.000 Toastbrot herstellen ist ein bisschen viel Arbeit. Na, nommst du den Baum gleich weg? Ich will nur mal gucken, was auch wirklich alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Er eidelt noch ein bisschen rum. Hast genug Strom? Also, okay. Das ist manchmal echt komisch. Also ich glaube, der updatet nur alle paar Minuten, weil es sonst wahrscheinlich zu viel Leck verursachen würde. Was ja auch okay ist. Ich gucke hier selten hin. So, das ganze Zeug hier. Wollen wir es auch einfach alles ins ME-System klatschen? Ja, warum nicht? Dafür ist das System da. So. Tada! Alles rein da. Und dann können wir... Also wir kriegen jetzt ja wir haben unten den Rüttler schon eingestellt. Das wird alles im ME-System gepumpt. Und wenn wir dann irgendeine Ressource brauchen, dann suchen wir uns die einfach gezielt raus. Also wir suchen zum Beispiel nach Blei, dann holen wir alles an Blei raus und schmeißen das in die Schmelze. Oder wir automatisieren das Ganze und tun es dann direkt in die Redstone-Furnace. Aber es dauert noch ein bisschen. Weil bevor wir das in so einem Redstone-Furnace einschmelzen können, müssten wir es erstmal hochkombinieren zu so einem Würfel. Weil diese Pulverdinger hier, machen wir nach Iron, die Dinger da können wir, glaube ich, nicht so direkt in einem Furnace einschmelzen. Das ist der Haken. Teste mal. Nö. Müssen wir erst zu solchen Dingern hier machen. Und die können wir dann einschmelzen. So, die kommen da auch noch raus. Also, Wand ist leer. Chips sind hergestellt. Krimskrams. Warte, bevor ich jetzt noch mehr Krimskrams reinschmeiße, sollte ich erstmal gucken. Ja, genau. Das System ist nämlich schon rot und orange. Und wenn man hinten drauf guckt, ist schon zu 80% voll. Also, wir brauchen mehr Chips. Das ist okay. Hauen wir rein. Wir werden wieder nicht genug Eisen haben. Das sehe ich jetzt schon kommen. Deswegen gucke ich noch, was wir hier an Iron haben. Nur das, was wir eben gerade schon im Inventar hatten. Das da. Das ist echt wenig. Du bist aber ordentlich am Arbeiten, oder? Ja, bist du. Und es ist nur Kies. Okay. Haben wir genug für noch einen Rüttler? Activator. Oh, nicht mit K. Activator. Shift? ja, ist schön, wenn man sowas einfach beiläufig mit zwei Klicks herstellen kann. Na komm, gib mir einen zweiten. Gucken wir mal. Jetzt geht es mit dem 10 wieder los. Girugon macht einen auf Kraftzahl. Also 21, 2, 21. Ja, unter einer Sekunde. Gucken wir. Du hast hinten einen orangen Ausgang. Das heißt, wenn hinten ein orangen Ausgang ist, ist das andere Ding vorne. 21, 2, 21. Kommt mir jetzt nicht so viel schneller vor. Ein Ticken vielleicht. Ich glaube, es war bei 3 mit am schnellsten. Das heißt, wir sollten theoretisch nochmal so ein System aufbauen. Gucken wir mal. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben? Ich glaube, es wurde schon mal geschrieben, wie viel Optimum ist und so weiter. Aber ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Das wäre also super, wenn das nochmal nachgereicht werden könnte. Damit das hier einigermaßen schnell abläuft, dann haben wir mehr Ressourcen und können auch schnell die ganzen anderen Systeme aufbauen. Hätte ich echt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir bauen jetzt noch ein, zwei Exporte, Importe und so und dann können wir uns was anderes kümmern und der stetige, langsame Strom reicht aus, aber Iron. Aber der stetige, langsame Strom reicht hinten und vorne nicht. Blei kann auch noch da rein.
So, das Eisen schmelzen wir kurz ein. Hier. Und dann müssen wir uns irgendeine Beschäftigung suchen. Weil wir könnten jetzt theoretisch immer eine Kleinigkeit bauen. Zum Beispiel den Fluid Importer beim Harvester. Dann müssten wir eine Viertelstunde warten, bis genug Eisen und andere Sachen im System sind. Und wir könnten wieder eine Sache optimieren. Das finde ich nicht so wirklich spannend und toll und was weiß ich. Deswegen gucke ich kurz nach Essen. Haben wir den Juicer noch? Ja. Essen kurz herstellen. Und dann gucke ich einfach in das Questbuch, was wir noch so alles Schönes tun können, was möglichst wenig Ressourcen braucht. Ad hoc fallen mir da zum Beispiel Bienen ein. Problem bei den Bienen allerdings ist, einmal ist es tierisch kompliziert, aber das ist kein Problem. Das mag ich sogar an dem Mod. Das Problem ist eher, dass man die richtigen Biome dafür haben muss. Und wir haben fast nur Wüsten. Also gucke ich mal. Ich hatte ja die Theorie aufgestellt, dass überall doof ist, außer da, wo wir nicht hin können, weil da die Zombie-Apokalypse war. Die Zombie-Apokalypse ist aber nicht mehr da.